Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Wir basteln heute zusammen mal wieder eine interaktive Karte und diese interaktive Karte ist der Oberhammer. Ich habe das bei Pinterest gesehen, habe da aber nicht wirklich, also den Mechanismus, ich habe aber jetzt keine Zentimeterangaben oder irgendwas gefunden, also habe ich mir da selber was ausgedacht. Ich habe da bestimmt 2 Stunden dran gesessen, ey, was sowas angeht, bin ich ja wirklich ein bisschen hängen geblieben. Mini-Alben, kein Problem, ne? Aber interaktive Sachen, wo man nachdenken muss, das ist ein Problem im Hause Liebesfuchs. Aber ich habe es irgendwie hinbekommen und ich habe es so hinbekommen, dass es auch vernünftig hält. Ja, wir brauchen gar nicht viel. Ich spanne euch jetzt hier gar nicht lange auf die Folter. Ich zeige euch direkt mal, was wir benötigen. Und zwar ein Kartenrolling. Das ist ein ganz normaler Kartenrolling. Der ist 10,5 cm breit und 14 lang. Dann benötigen wir hier ein Stück Cardstock in 29 x 9 cm. Das müssen wir gleich noch falzen. Und ich habe ein extrem dickes Stück Cardstock. Das ist Kaminrot von Faltkarten. Ihr könnt natürlich auch andere Sachen nehmen, die ihr da gerade zur Verfügung habt, aber das war einfach das Stärkste, was ich habe. Das, sollte sich gut anpacken lassen und das sollte eine vernünftige Dicke haben. Das Ganze hier misst 23 cm mal 3 cm. Warum das so stabil sein sollte, zeige ich euch gleich oder sage ich euch gleich. Wenn ihr sowas jetzt nicht habt, wenn ihr denkt, na, das ist vielleicht doch noch ein bisschen sehr dünn, dann klebt einfach hier so ein normales Stück Cardstock zusammen. Dann seid ihr auf jeden Fall auf der sicheren Seite. Wir starten mit der Falzerei. Und da ich das Ganze in Zentimetern ausgerechnet habe, weil ich heute irgendwie nicht so gut geschlafen habe und wenn ich jetzt auch noch mit Inch und so, dann... Ich sag's euch. Auf jeden Fall habe ich mir Zentimeterangaben rausgesucht und mein Falzbrett hat ja keine Zentimeterangaben. Deswegen markiere ich mir alles vor und falze das dann später nach. Also ich setze mir auf diesem langen Stück Bleistiftmarkierungen mit einem spitzen Bleistift bei 14 cm, bei 14,5 und bei 15 cm. Und das Ganze falze ich jetzt eben nach. Als nächstes setze ich mir hier auf dem Teil eine Markierung und zwar bei 8,2 cm. Und auch hier falze ich im Anschluss das Ganze wieder. Jetzt nehme ich mir die beiden Teile und falte da mal eben die ganzen gefalzten Linien nach. So. Aber knicken, also letztendlich knicken, tun wir das Ganze so, dass hier ein M entsteht und dass die Mitte vom M soll die mittlere Falz sein. Also das Ganze sollte im Anschluss so aussehen. Seht ihr? Hier dieses kleine M. So. Wenn ihr das gemacht habt, dann drückt ihr das Ganze nochmal schön platt und wir legen das erstmal beiseite. So, jetzt präparieren wir uns den Mechanismus und hierfür knicke ich mir das Ganze hier richtig schön um. Ich muss da ein bisschen fester und ein bisschen länger drüber rubbeln, weil wie gesagt, der ist wirklich extrem stabil, Gott sei Dank. Legen wir uns das Ganze jetzt so hin, dass die kurze Seite nach vorne zeigt und die lange Seite nach hinten, logischerweise. Und jetzt nehme ich mir ein Lineal und setze mir hier oben eine kleine Markierung bei 3 cm. So. Und jetzt nehme ich mir zusätzlich ein Falzbein oder irgendein Falztool oder ein Lineal oder was auch immer. Und jetzt verbinde ich die untere Ecke mit der Markierung und ziehe mir hier quasi die diagonale Falz. Das ist nicht zwingend notwendig, doch bei der Dicke des Cardstock ist das zwingend notwendig, denn wir müssen das Ganze jetzt so nach unten klappen. Und wenn ihr diese Falzlinie jetzt nicht ziehen würdet, dann würdet ihr euch da so derbe einen abkrampfen, dass ihr die Lust verliert. Und deswegen machen wir das. So, das Ganze rubbeln wir jetzt richtig schön glatt. So. Als nächstes klappen wir das Ganze einmal nach hinten. So. Und jetzt ist ja hier so eine Art Dreieck entstanden und das drücken wir nach innen. Also an den diagonalen Falzlinien entlang. Nach innen. So. Und jetzt auch nochmal schön drüber rubbeln. Und das ist der Anfang unseres Mechanismus. Was ihr machen könnt, damit die Karte sehr langlebig ist, ihr könntet das Ganze jetzt hier mit doppelseitigem Klebeband überkleben von beiden Seiten und dann alles nochmal schön nachziehen und dann reißen euch die Falzkanten nicht so schnell. Das spare ich mir aber jetzt, weil der ist einfach so dick. Ich glaube, das brauche ich nicht. Aber bei einem anderen habe ich das gemacht, weil da brauchte ich das wirklich ganz dringend. Wir klappen das Ganze jetzt so nach oben, dass hier dieses Dreieck nach unten zeigt. Und wir müssen jetzt hier
auf diesen Teil in der Mitte ein Loch bohren. Also was heißt ein Loch bohren? Ihr nehmt euch jetzt eine Schere oder irgendwas Spitzes und drückt das Ganze einmal da durch. Natürlich drückt ihr das Ganze bitte auch in eure Unterlage. Es gibt da ja auch extra so komische Unterlagen. Ich habe sowas aber nicht. Also, mache ich eben meinen Tisch kaputt. Und mein Dotting-Tool. Ach, apropos dieses Tool. Da haben mich jetzt schon so viele nachgefragt. Das ist, was das ist. Ich habe keine Ahnung. Ich habe mir das auf einem Flohmarkt gekauft. Ich hatte mal einen Haul hochgeladen. Ich weiß jetzt nicht, der wievielte das war. Aber das war der eBay und so Haul. Und da habe ich das gezeigt. Und da hatten, glaube ich, auch... Also war ich auf jeden Fall der Meinung, dass da jemand drunter geschrieben hat, was das ist. Aber ich finde es nicht mehr, den Kommentar. Also es ist in dieser Box gekommen. Und dieser Stift, da vorne die Spitze, die ist austauschbar. Und zwar kann ich hier diese ganzen unterschiedlichen Teile da reinstecken, um zum Beispiel zu falzen oder um hier mit dieser Kugel, weiß ich nicht, Blütenblätter rund zu machen oder so. Und das gab es zusammen mit, wartet, diesen Schablonen. Und da sagte nämlich irgendeiner, das wäre ne, weil ich nicht mehr wusste, was ich damit machen soll. Und ich habe es auch ehrlich gesagt schon wieder vergessen. Und die horte ich hier schon seit einem Jahr oder zwei oder was weiß ich, wann ich das gekauft hatte, ne? Weil das war halt dabei. Und vielleicht erkennt das jemand wieder. Und dann können wir ableiten, was das ist. Und dann bitte schreibt das unten in die Kommentare, damit ich euch das irgendwann mal verlinken kann. Weil das ist echt geil. Aber wie gesagt, ich weiß halt nicht, was das ist. So, das ganz kurz am Rande. So. Was wir jetzt benötigen, ist ein Brett. Ich habe mir das hier zurechtgesucht. Ihr könnt auch irgendeine Musterklammer nehmen. Die gibt es beim Teddy für 1 Euro. Und das Ding popel ich jetzt hier durch das Loch. So. Und dann drücke ich das so zu. Und das ist jetzt erstmal unser Mechanismus. Bada, bada, bada. Und den können wir jetzt auch schon in unseren Fastkarten-Rolling quetschen. Und zwar in dieses Teil hier. Also das Ding mit diesem M, mit diesem gefalzten M. Und das legen wir uns vor uns hin und klappen das auf. Aber wir klappen das so auf, dass dieses Mittelpnöppel-M-Ding so nach rechts zeigt. So. Und dann nehmen wir uns einen Bleistift und ziehen uns hier eine Linie. So. Als nächstes nehmen wir uns ein Lineal und müssen ein bisschen messen. Und zwar messe ich mir von unten hoch 4,1 cm und setze mir hier einfach irgendwo bei 4,1 cm die Markierung. Das ganze Ding, das können wir uns natürlich auch ein bisschen verlängern. Klappen wir gleich zu und kleben dazu und dann sieht man das nicht mehr. Und das heißt, auf diese Linie muss irgendwann dieser Brett befestigt werden. So, jetzt müssen wir nur noch gucken. Ich klappe das Ganze jetzt mal auf, dass das aussieht wie ein Flugzeug, damit ich weiß, wo meine Spitze ist. Und ich denke, dass wir ganz gut fahren, wenn wir ungefähr 0,5 cm zu diesem markierten Bleistiftstrich lassen. Ich denke, da fahren wir ganz gut. Ich mache mal eben den Brett raus. Also ich achte jetzt darauf, dass dieses Loch von dem Brett auf der gezogenen Linie ist. Und dann gehe ich hier so weit nach vorne, als dass hier ungefähr 0,5 cm entstehen. Oder also der Abstand 0,5 cm ist. Und dann setze ich hier einfach eine Markierung und dann weiß ich, okay, alles klar, da muss ich jetzt noch ein Loch bohren. Und das mache ich wieder mit diesem Tool. Ihr könnt, wie gesagt, auch eine Schere nehmen oder was, ne, was ihr halt gerade da zur Hand habt. Und dann drücke ich mir hier dieses Loch durch. Dann popel ich hier wieder diesen Brett durch und gleichzeitig durch dieses Loch und drücke das hier hinten auseinander. So. Und fertig ist der Mechanismus. Das bedeutet, wenn das hier so zugeht und wir ziehen hier dran, dann ploppt das da hoch. Und so ziehen wir das, drücken wir das wieder hoch, fährt sich dieser Pnöppel wieder ein. Und jetzt, das ist halt auch der Grund, warum das hier extrem stabil sein sollte. Weil man das natürlich nur mit dem Gewicht von dem Papier wieder hochdrückt, ne? So, und dann irgendwann klappt euch das hier kaputt. Also wir könnten quasi hier auch noch das Ganze verstärken, indem wir da, weiß ich nicht, nochmal zusätzlich ein bisschen was drüber kleben. Aber das spare ich mir jetzt ehrlich, weil ich sitze hier schon 2 Stunden und ich habe jetzt keinen Bock mehr.
Und deswegen lasse ich das jetzt so. Soll natürlich auch irgendwas hochploppen, ne? Deswegen müssen wir hier irgendwas dran kleben. Und da habe ich mir schon was vorbereitet. Und zwar habe ich mir hier so ein Quadrat aus diesem Cardstock ausgeschnitten. Das ist 5x5 cm lang. Und dann habe ich hier einfach Sending Hugs drauf gestempelt. Das war so ein Lawnfond-Set. Ich verlinke euch das aber alles. Und das Ganze klebe ich jetzt hier einmal dran. Da mache ich das mit doppelseitigem Klebeband, einem guten doppelseitigen Klebeband. Das bringe ich jetzt, das sind 6 mm, die bringe ich jetzt hier oben direkt am Rand an. So. Drück das hier schön fest. Schmeiße meinen Stift weg. Und dann klebe ich mir das hier so dran, dass es einigermaßen gerade ist. Und hier oben bündig abschließt. Das muss nicht sein, aber das sah jetzt halt gerade schön aus. Bevor es jetzt hier aber weitergeht, also mit dem Zukleben und dem Fertigstellen der Karte an sich, dekoriere ich mir das Ganze jetzt erstmal. Und da nehme ich euch aber jetzt nicht mit, weil das würde wahrscheinlich wieder den Rahmen sprengen, aber ich bin gleich wieder da. So sieht meine aktuelle Karte aus. Ich habe hier diese super süßen Eisbären genommen und dann habe ich die auf so Perlmuttpapier geklebt. Ich weiß nicht, ob man das sieht. Das habe ich so in Wellenform ausgeschnitten, damit das aussieht wie ein Schneehügel. Ne? Und ja, dann habe ich den Hintergrund mit so Transparentpapier bestückt. Und zwar habe ich dann hier dieses Effe-Transparentpapier erstmal durch die Big Shot gerödelt und zwar mit einem Embossing-Folder, der so, ja, so also so Wölkchen da drauf hatte. Ja, und eigentlich wollte ich hier die Baumspitzen mit meinem Glossy Accents überziehen, weil das ja dann so schön glänzt. Aber das ging nicht, weil ich bin so einem Tipp nachgegangen, dass man da einfach eine Stecknadel reinstecken soll. Und dann sieht das Ganze jetzt irgendwie so aus. Seht ihr das? Also hier oben ist das alles so komisch rostig verfärbt und das Zeug, das klebt natürlich noch, aber das ist jetzt nicht mehr durchsichtig. Also da wird immer mal wieder so ein Rostbobbel mit rausgequetscht und naja gut. Also habe ich das im Gang und habe hier einfach aus dem gleichen Bäumchenpapier nochmal hier so eine Art Eiszapfen ausgeschnitten. Und habe das dann dahin geklebt und verzichte demnach auf dieses Glossy Accents Highlight. Als nächstes bringe ich doppelseitiges Klebeband an. Und zwar hier unten auf der Seite. Also ich habe mir das jetzt so hingelegt, ne, dass mein Motiv nach da zeigt. Und dann klappe ich das Ganze auf. Und bringe hier unten einen Streifen doppelseitiges Klebeband an. Und auch hier achte ich wieder darauf, dass ich... Also ich habe mir das ja alles nicht wegradiert, aber hier diese gezogene Linie, dass ich das nicht darüber klebe. Ansonsten wird das ein bisschen eng in der Kiste hier. Das Ganze ziehe ich mir jetzt hier einmal ab. Achte darauf, dass das hier alles schön da liegt, wo es auch liegen soll. Und klappe das Ganze zu. Und achte aber wohl darauf, dass das M hier oben so zugedrückt ist. Ne? Und dann erst gucke ich, dass das alles schön bündig übereinander klebt. So. Und tada! Tada! Das ist so geil. Das wirkt jetzt vielleicht ein bisschen komisch, weil die Seite, die muss leider aufbleiben, aber der Effekt ist einfach geil. Also das juckt auch im Anschluss überhaupt keinen mehr, weil es ist einfach so richtig mega lustig. Ja, und dann nehmen wir uns eigentlich nur noch unseren Kartenrolling und kleben das hier mittig drauf. Und dann sind wir auch schon fertig. Ich mach das mal eben. Das ist jetzt nicht wirklich so eine Karte, die für eine... ofte Benutzung geeignet ist, möchte ich mal sagen, weil ich merke jetzt schon, dass selbst dieses dicke Papier hier, ja, wie soll ich sagen, nicht gerissen ist, aber schon so ein bisschen an Stabilität verliert. Und ich denke, man hätte vielleicht auch bei dieser Papiervariante darauf achten sollen, dass man dieses Klebeband drüber klebt. Aber gut, habe ich halt jetzt nicht gemacht. Und hatte ich auch jetzt nicht so die Böcke. Ansonsten reiße ich das halt alles nochmal runter und klebe das auf einen anderen Kartenrolling. Problem gelöst. Ja, ich hoffe, euch hat das Ganze gefallen. Ich wünsche euch super viel Spaß beim Nachbasteln und ja, freue mich natürlich immer über Fotos, über Instagram oder Facebook oder sonst irgendwo, wie ihr mich halt erreichen könnt. Lasst eurer Kreativität freien Lauf, was das hier angeht und dann sage ich bis zum nächsten Mal. Ich freue mich. Tschüss.